Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Lumberjacks Dynasty. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In der letzten Folge haben wir einen Hirsch gerettet. Wir waren richtig gute Menschen. Und ja, ansonsten haben wir bloß festgestellt, dass wir den Traktor noch nicht nutzen dürfen, was eine ziemliche Schweinerei ist. Dafür, dass wir hier alles ordentlich machen sollen. Aber ja, okay, dann müssen wir uns anscheinend doch erst das Vertrauen unseres Onkels wieder gewinnen. Oder generell gewinnen, weiß nicht, was in der Vergangenheit passiert ist. Okay, wo haben wir denn die Nagelpistole? Hier haben wir sie. Hier müssen wir noch einiges reparieren. Ich würde sagen, lasst uns das jetzt gleich am Anfang erledigen. Dann haben wir es hinter uns und dann können wir mal noch schauen, dass wir noch eine Quest machen. Und dann haben wir ja so gut wie den Hof repariert. Oder so gut wie alle Gebäude vom Hof repariert. Glaube ich zumindest. Dann müsste es ja langsam mal Zeit werden, dass wir den Traktor benutzen dürfen. Ich weiß zwar noch nicht genau, wozu wir die Bretter brauchen. Eventuell einfach nur, um neue Gebäude zu erstellen, aber hier zum Reparieren brauchen wir auf jeden Fall keine Bretter. Oder wir nehmen die ganze Zeit von dem Bestand unseres Onkels und kriegen das gar nicht mit. Das kann natürlich auch sein. Uiuiui, guckt mal hier, das ist da lebensgefährlich. Aber wir sind ja zum Glück Allrounder, was das Arbeiten angeht, und machen alles mit links. Deswegen stellt das doch alles gar keine Probleme hier für uns dar. Es kostet halt nur Zeit. Das ist ja bei der meisten Arbeit so. Machbar ist alles, es kostet immer nur sehr viel Zeit. Und wer keine Zeit hat, der muss Geld ausgeben. So, hier drüben noch. Yep, das haben wir auch. Sehr gut. Dann sind wir hier oben. Na, hier hinten, ne? Ja, hier hinten noch. Lass mich mal hier aufs Tor stellen. Okay, es klappt nicht runter, zum Glück. Ich hatte kurz Angst. Hier oben sind wir soweit fertig. Dann müssen wir hier noch. Und hier. Hier drüben noch ein bisschen. Ah, das ging doch. So viel war es gar nicht. Also da fand ich die Gebäude bei dem Corner oben um einiges schlimmer. Die waren halt riesig und mehrere Etagen und innen drinnen noch alles kaputt und außen und... Also das war wirklich um einiges schlimmer. Die hier auf dem Hof, die gehen tatsächlich noch. Ich hatte schon etwas Angst, dass wir hier wirklich jahrelang brauchen, stundenlang. Was, Treibstoff? Zeig nochmal an. Für zu Hause, wenn du Kraftstoff in großen Mengen kaufst, wird er hier gelagert. Okay. Kraftstoff 40 Liter haben wir auf Lager. Okay. Aber ich hoffe nicht, dass wir für unseren Pickup auch noch... Mensch, das nimmt ja alles ganz andere, also ganz schön große Ausmaße an. Wir haben leider noch keine Meldung bekommen. Deswegen vermute ich fast, dass wir nochmal aufs Dach müssen, dass da vielleicht noch etwas nicht so ganz ist, wie es sein sollte. Na komm, spring. Schafft er das wirklich nicht? Sollen wir nicht aufs Dach, oder? Okay, so ging's. Von der Seite ist alles in Ordnung und hier auch. Also das Dach ist es anscheinend doch nicht. Aber es muss ja was kaputt sein. Ich traue mich nicht, hier runter zu springen. Nee, da laufen wir dann doch wieder hier runter. Nicht, dass wir dann auf einmal tot sind. Wie sieht es denn generell aus? Schlaf müssen wir dann bald mal. 16.14 Uhr haben wir es. So, dann hauen wir uns eine Bratwurst rein. Essen Grillwurst. Und da sind wir wieder bei 100. Ja, was ist denn noch kaputt? Ich habe die Meldung doch nicht übersehen. Das macht doch auch ein Geräusch im Normalfall. Mit herzlichen Glückwunsch. Ach, hier oben. Okay, wir haben es gefunden. Und dort noch. Ja, du hast repariert. 6000 Sozialpunkte. Für so ein bisschen Arbeit bloß. Ja, das ist doch mal in Ordnung. Deine Arbeit wird geschätzt. Ja, das ist sehr nett, dass meine Arbeit geschätzt wird. Baugerüst wieder weg. Damit haben wir es doch schon so gut wie, oder? Das Ding noch. Aber das machen wir ja nicht jetzt. Das machen wir beim nächsten Mal. Okay, also das Teil haben wir komplett repariert und das auch. Das heißt, na gut, das Gewächshaus noch und ein bisschen Zaun. Komm, den Zaun machen wir noch schnell. Einmal hier und einmal hier. Und nochmal hier. Und nochmal hier. Hey, mach doch. So, das konnten wir jetzt noch ganz schnell erledigen. Das ist ja jetzt nun wirklich nicht die Arbeit. Ach Mist, und hier drüben geht's weiter. Das ist dann immer so, ne? Man fängt mit einer Arbeit an und dann hört sie nicht auf. Ach Mist, ich wollte eigentlich nur noch schnell zwei Bolzen setzen. Egal, den Rest lassen wir jetzt so, wie es ist. Wir klauen uns noch ein paar Äpfel als Belohnung.
Vor allem hat die Tante Grace doch gesagt, wir können jederzeit vorbeikommen. Sie hat immer was Schönes Gekochtes da, ne? Bis jetzt habe ich noch nichts Großes gesehen von ihr. Obwohl, sie hat uns, glaube ich, einmal was gegeben. Naja, Oliver und seine Scheune, das ist die eine Quest, die wir noch haben. Und hier oben die Botanikerin, mit der wir uns treffen sollen. Die ist allerdings ganz schön weit weg. Deswegen machen wir uns erstmal zu Oliver und seiner Scheune auf. Es gefällt mir auch sehr gut, dass uns das Spiel gerade in aller Ruhe die Quests erledigen lässt, ohne direkt 800 Millionen Quests nachzuschieben. Das finde ich tatsächlich immer am schlimmsten. Am Anfang dachte ich ja auch schon, oh nein, das ist genauso bei dem Spiel, dass man dann so viele Quests hat, dass man gar nicht mehr hinterherkommt und voll den Überblick verliert. Das hasse ich sowas. Aber nein, waren zwar am Anfang viele Quests, aber jetzt haben wir erstmal schön Zeit gehabt, alles nacheinander abzuarbeiten und es kam nicht sehr viel dazu. Das ist doch eine schöne Sache. So, dann gucken wir mal hier beim Oliver. Oh, können wir hier durchs Wasser fahren? Vermeide Wasser. Oh, du beschädigst dein Fahrzeug, alles klar. Hat mein Fahrzeug Leben? Also sehe ich das? Wird wahrscheinlich einfach später mal dampfen. Und wir müssen es reparieren. Ja, super, jetzt bin ich auf die andere Seite des Flusses gefahren. Ah, da vorne ist eine Brücke. Na komm, dann fahren wir schnell über die Brücke. Das ist zwar nicht unbedingt tief hier, aber ich möchte das gute Auto hier auf gar keinen Fall beschädigen. Weiß nämlich noch nicht, was man zum Reparieren dann braucht. Und die ganzen Wege hier zu laufen, das wäre ja... Das wäre auf jeden Fall zu viel verlangt. Das können wir nicht machen. Oh, und da haben wir es geschafft. Sehr gut. Raus hier. Tor auf. Hallo, ich bin da. Ach Mensch, dass die jedes Mal mir entgegenkommen. Oh, so ein Traktor würde ich auch nehmen. War genau so, wie du gesagt hast. Guten Tag. Hallo, junger Mann. Brauchst du etwas? Bist du Oliver? Mein Onkel Charles schickt mich. Er hat mir gesagt, dass du vielleicht Hilfe brauchst. Charles schickt dich? Ja, ich bin Oliver. Ich könnte tatsächlich Hilfe bei der Reparatur meiner Scheune brauchen. Oliver? Kommt mir bekannt vor. Kennen wir uns? Na egal. Das ist eine tolle Scheune. Danke. Kannst du mir helfen? Leider habe ich diesen Laden gerade erst gekauft, habe also nicht mehr viel Geld übrig und kann dich nicht bezahlen. Aber ich kann dir im Gegenzug Essen anbieten. Danke, aber nein, danke. Halt, halt! Ich habe einen alten Traktor, den ich nicht mehr nutze. Charles hat mir gesagt, dass du verborgene Talente hast. Vielleicht reicht das als Bezahlung. Aber wenn es um den Traktor geht, dann hätte ich mehr als nur eine Scheune, die repariert werden muss. Was meinst du? Siehst du den Wald? Die Bäume brauche ich nicht, die kannst du nutzen. Aber ich benötige diese Fläche abgeholzt. Abgemacht? Jawohl. Also einerseits ist der Typ Bauchredner, wie ihr gesehen habt. Also er redet, ohne seine Lippen zu bewegen. Und sehr geil. Einerseits kriegen wir einen Traktor, das heißt, wir nehmen doch nicht den von unserem Onkel. Und gleichzeitig noch Baumstämme. Ein alter Traktor und kein Geld. Nein, wir nehmen natürlich den Traktor. Ein Traktor? Den kann ich gebrauchen. Einverstanden. Müssen wir jetzt die Hütte reparieren und abholzen? Ja, beides. Ach, schade. Ich dachte nur abholzen. Wir müssen anscheinend zuerst die Hütte reparieren. Aber es ist bloß die Scheune hier. Na kommt, das machen wir schnell. Ja, und dann kriegen wir geil. Wir kriegen einen Traktor. Dann kriegen wir geil, genau. Du hast verborgene Talente. Ich finde das teilweise sehr, sehr zweideutig, das Spiel. Weiß nicht, ob es nur mir so geht, weil ich ein kleiner Schmutzfink bin. Oder ob es auch euch so geht. Ja, dann reparieren wir hier schnell die Scheune und dann kriegen wir einen Traktor. Dann haben wir den. Dann haben wir auch noch den kleinen Anhänger von dem Connor, den wir uns dann oben holen können. Dann bräuchten wir natürlich nur noch so ein geiles Ding, wie unser Onkel schon hat, zum Baumstämme aufladen. Aber vielleicht können wir das ja einfach anhängen. Vielleicht ist er ja wenigstens so nett und sagt uns, das könntest du nehmen. Wir müssen ja auch hier den Wald abholzen. Das heißt, wir brauchen ja so ein Gerät effektiv, sonst wird es schwierig. Also per Hand in den Anhänger werfen. Wie, nicht dein Problem? Habt ihr wahrscheinlich nicht gehört, war sehr leise, aber es war gerade sehr passend. Ich mach mir einen Kopf, wie ich die Baumstämme da reinkriege und der nicht mein Problem. Du kriegst meinen alten Traktor. Mir hört sowieso niemand zu. Doch, mir hören genügend Leute zu. Guck dir die Klicks an auf dem Video. Mann, Mann, Mann. Wer dich hier blöde gemacht, kann ja wohl nicht sein. Ich repariere seine Scheune und dann kommt hier ein dummer Spruch nach dem anderen. Das war genau so, wie du gesagt hast.
Ja, sehr schön. Also es geht doch schon mal voran. So viel ist das ja gar nicht in der Scheune. Die hat zum Glück nur eine Etage. Wir sind fast durch. Und dann habe ich wirklich mal wieder richtig Lust auf Bäume fällen. Es war nämlich etwas spannender und auch herausfordernder als der Spaß hier. Hier unten noch. Muss man anscheinend von außen machen. Na, dann machen wir das doch von außen. Hä? Verstehe es nicht. Was ist denn da kaputt? Ui, jetzt hat es mal kurz geruckelt. Ich kann es nicht reparieren. Oh, hoffentlich backt das jetzt nicht rum. Oh, jetzt. Jetzt ist auf einmal ein Loch drin. Hier noch. Und hier noch. Okay, sehr gut, wir haben's. Da hinten ist noch ein Balken kaputt. Ach nein, das war das Dach vom Nachbargebäude. Ich weiß nichts darüber. Hier drüben ist noch was kaputt. Da haben wir's. Mission aktualisiert. Wald bei Olivers Farm abholzen. Du kannst die Stämme später einsammeln. Okay. Ah, das heißt ja, dass wir höchstwahrscheinlich sehr zeitnah vorhandene Bäume, neuen vorhandene Büsche. Oh nein, wir müssen auch noch Büsche entfernen. Das habe ich natürlich nicht gewusst. Aber wenn da steht, dass wir die Stämme später abholen können, dann sollte das ja bedeuten, dass wir höchstwahrscheinlich zeitnah das Werkzeug bzw. den Anhänger dafür bekommen. Was ist denn hier sein Waldgrundstück? Ach, das Zeug hier drüben. Oh, das sieht ganz schön verwahrlost aus. Naja, dann machen wir uns mal an die Arbeit. Jawohl, wir können endlich wieder Bäume fällen. So, LMT. Mach mal. Kann mal wissen, was passiert, wenn wir das verkacken. Der Baum einfach auf uns fällt oder ob die Kettensäge kaputt geht oder die Baumstämme dann einfach nutzlos sind. Haben wir? Gut, ich brauche sie ja noch nicht kleinsägen, weil wir können sie ja eh noch nicht einsammeln. Aber ihr seht, ich mache das hier wie ein Meister. Als hätte ich mein ganzes Leben nichts anderes gemacht, als den Mauszeiger in einem Balken zu halten. Und zack, da haben wir auch das. Wir erschlagen werden können vom Baum. Das sind alles so Sachen, ich würde es tatsächlich sehr gerne wissen, aber ich traue es mich nicht auszuprobieren. Ah, okay. 62. Ach, da müssen wir einfach nur durchrennen mit. Alles klar. Das ist kein richtiger Busch. Das war ein Busch. Ist das ein Busch oder ein Baum? Hey. Mein Busch. Wie viele noch? 57, Mensch. Also Büsche sind es tatsächlich doch schon ganz viele, aber hier braucht man wirklich nur so Texas Chainsaw Massacre mäßig einfach durchrennen. Der macht alles von alleine. Ich kann mal wissen, ob wir auch auf fremden Grundstücken anfangen können, Bäume zu fällen und ob dann vielleicht der Förster kommt und uns dafür eine reinhaut. Zack, 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 da machen wir den sein ganzes Grundstück schön. Schaut euch das mal an. Komplettes Waldstück abgeholzt, Scheune repariert und über 60 Büsche für ihn niedergemäht, damit er sich hier einen schönen künstlich angelegten kleinen Garten draus machen kann. Macht zwar nicht unbedingt Sinn, ich hätte so Natur belassen, aber ja. Soll ja jeder machen, wie er will. So, okay. Dann hier noch einen schönen Baum. Weil er braucht die Stämme nicht, der weiß gar nicht, wie viel das wert ist. Voll dumm eigentlich, ne? Der hätte ja auch sagen können, hey, ich gebe dir den alten Traktor und dafür, der Baum wäre fast auf uns gefallen. Der hätte ja sagen können, hey, ich gebe dir den alten Traktor und du fällst mir dafür die Bäume. Und ich behalte die Stämme, hätte ich auch gemacht. Also er hat nicht gut verhandelt, er ist zu hoch eingestiegen in die ganze Geschichte. Wow, 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 okay. So, Büsche. Also wir müssen wahrscheinlich wirklich einmal alles erledigen. Also alles niedermetzeln. 22 noch. Ich frage mich, was noch alles noch sein Grundstück ist. Das hier drüben noch. Ich hoffe jetzt einfach mal, wir gucken mal. Ja, wird auch weniger, okay. Nicht, dass wir hier auf dem falschen Grundstück sind. Wäre natürlich sehr, sehr ungünstig.
frage mich, ob er sich eine Genehmigung dafür geholt hat, um die Bäume fällen zu lassen. Na gut, das Ganze spielt nicht in Deutschland, aber in Deutschland braucht man eine Genehmigung dafür. Also auch wenn es auf deinem Grundstück steht, darfst du nicht einfach so einen Baum fällen. Das muss einen Grund haben, dass er entweder gefährlich wird für Personen oder krank bzw. schon tot ist. Aber jetzt einfach so zu sagen, hier, der Baum gefällt mir nicht, ich würde ihn gerne fällen, das gibt's hier in Deutschland nicht. Du brauchst wirklich einen Grund und das kostet auch so um die 100 Euro, einfach nur die Genehmigung dafür zu kriegen. Und genau für solche Sachen liebe ich dieses Land. Weil man hier für alles eine Genehmigung braucht und die Ämter maßlos unterbesetzt sind. Und es einfach mehrere Wochen dauert. Das ist immer so ein bisschen schade. Ich mag es ja, wenn vieles... Naja, wenn es Regeln gibt und auch vieles wirklich ordentlich geregelt ist. Natürlich macht es auf manchen oder in manchen Hinsichten nicht wirklich viel Sinn. Aber dafür gibt es auch sicherlich genauso viele Zwecke, bei denen es doch sehr, sehr viel Sinn macht. Aber wenn es dann halt auch wenigstens schnell gehen würde, ne? Ist ja gut, wenn alles ordentlich geregelt wird, dass keiner großen Unfug macht und... so weiter und so fort. Aber, also, ja, bei den Bäumefällen vielleicht nicht unbedingt, obwohl es schon gut ist. Ich meine, die haben ja auch einen Sinn und Zweck, die Dinger. Nur weil es dir nicht gefällt, muss man ja nicht so ein schönes Stück Natur abholzen. Aber wenn es dann halt auch wenigstens etwas schneller gehen würde und man nicht wochenlang warten muss und auf irgendwelche Ämter rennen, die so krass überfüllt sind, dass man dort 3 Stunden sitzen muss und dann muss man nochmal nach Hause, weil man 1 von 800 Unterlagen, die man dafür braucht, vergessen hat. Und man vorher einfach überhaupt nicht rausfindet, was man dafür braucht und so weiter. Aber ihr kennt das ja alle. Das ist ja nichts Neues hier bei uns. Das ist ja einfach Standard. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Und da das Internet ja sowieso keine Zukunft hat, lasst doch die ganzen Bürger lieber erstmal alle auf ein Amt rennen, wo genervte Angestellte sitzen. Und lasst die lieben Bürger ein paar Stunden warten. Das schreckt ab, dann kommen die vielleicht einfach gar nicht zum Amt und wollen weniger Bäume fällen, ne? Jetzt schließt sich der Kreis. Gut, 10 Büsche. War ein sehr, sehr leichter Baum. Oder ich bin ziemlich dick, obwohl wir sind eigentlich sehr muskulös, ne? Obwohl wir hier die ganzen Tage noch keinen Sport gemacht haben, aber den ganzen Tag Bäume fällen und Scheunen reparieren, das geht natürlich in die Arme, gar keine Frage. So, 7 Büsche noch, das haben wir, dann haben wir noch 6 Büsche. Hier sind wir wahrscheinlich fertig, aber hier drüben ist auch kein Busch mehr. Welche Büsche denn noch? Hier vorne vielleicht noch? Wir probieren es mal. 6 Büsche haben wir. Oh. Entschuldigung. Oh, schaut mal. Sehr schön, ne? Bleib da. Ich nehme die Kettensäge weg. Ach, Mist. Hat ihm wahrscheinlich doch etwas Angst gemacht. Gut, einen falschen Baum haben wir leider, oder Busch haben wir leider weggesenzt. Müssen wir mal gucken. Das macht da alles nicht. Weiß nicht, ob das hier drüben noch seine ist. Sieht irgendwie nicht so aus. Wir gucken nochmal kurz auf die Karte. Ist das jetzt noch, wenn ich hier... Nee, das ist tatsächlich nicht mehr seins. Das hier ist noch seins. Aber hier gibt es auch keine Büsche mehr. Und dann aber auch bloß bis hier vorne. Bis zu dem Baum, ne? Nee, nicht mal ganz bis zu dem Baum. Hier hinten ist noch ein Busch. Und da sind wir schon außerhalb vom Gebiet. Hä? Wir müssen noch 6 Büsche killen. Und hier sind keine Büsche mehr. Oder ich bin zu doof und es lassen sich doch so eine kleinen Sachen hier vielleicht sägen. Ich renne jetzt einfach mal so hier durch. Das sind ja auch alles keine richtigen Büsche. Das hier wären noch Büsche, aber die sägt er nicht. Ah doch, den hat er gerade gesägt. Okay, und hier noch? Ah, okay, 4. Den hier drüben, aber den habe ich schon 3-mal versucht zu sägen. Der ist irgendwie... Ach, jetzt geht er auf einmal. Okay. Und hier noch. 2 Büsche noch. Ich sehe sie nicht. Komm, lass uns die noch schnell abholzen. Ich glaube aber, ich werde vielleicht doch die Grafik mal ein kleines Stück runterstellen. Teilweise doch schon noch etwas rucklig ist. Das ist nicht so schön. Hier machen wir den Baumstamm weg. Wir haben ja noch Büsche. Hier war einer. Und der letzte Busch.
Wo ist er? Er versteckt sich vor uns. Das Ding hier? Nein, leider nicht. Hallo, Busch. George W., wo sind Sie? Der da hinten kann es nicht mehr sein. Hier ist alles abgeholzt. Hier vorne auch. Achso, wir haben doch hier unseren Ingenieursblick. Waldinfo, 0,05 Hektar, ne? Das ist sehr schön. Ach, hier hätten wir sogar eine Umkreisung gehabt, was alles dazugehört. Aber er zeigt uns den Busch nicht an. Und wir haben uns im Baum verfangen. Mist. Okay, ich finde den letzten Busch nicht. Es ist ein bisschen ärgerlich, dass es jetzt an einem Busch hängt. Und wir es hier unnötig in die Länge ziehen, weil wir haben schon wieder Zeit für eine Folgenpause. Ach, Mist. Wo soll der denn sein? Also ich hoffe, dass ich mich jetzt nicht so dumm anstelle, ihr den schon längst gesehen habt, aber ich weiß wirklich nicht, wo der sein soll. Wir haben doch alle Büsche erledigt. Ich habe dann immer direkt Angst, dass es backt. Guck mal, wir können sogar Steine wegschneiden. Gerade bei sowas habe ich dann immer Angst, dass der vielleicht einen gar nicht anerkannt hat. Und wir deswegen die Quest nicht abschließen können. Na komm. Und wir hängen schon wieder an einem schönen Baum. Ist hier noch ein Busch drunter? Nee, auch nicht. Ja. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Hier gibt es keine Büsche mehr. Ich habe alle erledigt. Naja gut, dann müssen wir jetzt trotzdem erstmal ein Folgenende machen. Es tut mir sehr, sehr leid. Ich weiß allerdings nicht, wo ich den finden soll. Dann sehen wir uns morgen wieder zur nächsten Folge. Vielen Dank erstmal fürs Zuschauen. Macht's gut.